nicht mehr Fahrradwege und mehr Ladestationen für E-Autos in den Städten? Ja, unbedingt. Das ist ja ein zentraler Punkt, dass wir die Mobilität verändern müssen. Bis 2050 braucht es eigentlich eine Mobilität ohne CO2-Ausstoß. Deswegen ja eine Forderung, ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr, Autos mit Verbrennungsmotoren. Das finde ich aber ein bisschen zu eng, nur für die Mobilitätswende. Wir müssen halt dahin kommen, auch andere Mobilitätsmöglichkeiten zu fördern. Und da gehört vor allen Dingen das Fahrrad mit dazu. Ich bin ja selbst immer viel mit Fahrrad unterwegs und wir sagen, bundesweit braucht es ein Bundesfernstraßennetz und hier in Hessen ist ja Tarek auch dabei, die Fahrradfernstraßen weiter voranzutreiben, aber auf Bundesebene kann man da auch noch viel mehr machen und die jetzige Bundesregierung macht ja an der Stelle gar nichts und es ist gerade, gibt ja auch mittlerweile Pedelecs und E-Bikes und das ist halt auch für Pendler, Pendlerinnen eine sehr gute Alternative zum Auto. Du findest du eigentlich ein ganz anderes Thema, aber das BGE als eine Perspektive für uns junge Menschen, für die Zukunft. Ja, aber hallo. Also ich bin ja schon seit über 30 Jahren fürs Grundeinkommen und koordiniere auch das Netzwerk Grundeinkommen, wo wir gerade diesen schönen neuen Flyer gemacht haben. Und wir kommen da ja auch Schritt für Schritt bei den Grünen weiter. Es ist von Anfang an kontrovers gewesen, aber wir haben jetzt im Wahlprogramm die nicht bedürftigkeitsgeprüfte Garantierente, eine nicht bedürftigkeitsgeprüfte Kindergrundsicherung. Wir wollen ein Modellprojekt zum Grundeinkommen machen und ich bin überzeugt davon, früher oder später werden wir das Grundeinkommen einführen. Aber jetzt im Moment ist die grüne Position, dass wir sagen, es ist ein wichtiges Thema. Wir debattieren das und wir brauchen auch große Antworten auf die großen Probleme, die vor uns liegen.